Oh je, ich und meine Interviews, das wird doch wieder nichts, ey. Ja, super Idee. Warte mal, ich muss mal in die Kamera. Ihr müsst jetzt hier weg, wir wollen hier abräumen. Leute, ihr seht Beobachter live beim Interview. Also Chaos pur. Es kam vorhin auch im Grunde im Chat, die Stars sind eigentlich die Menschen, die hier auf der Straße laufen, ne? Die Teilnehmer. Definitiv, die da wirklich sich wie heute den Sonntagnachmittag um die Ohren schlagen. Ich denke, wir alle können morgens gut in den Spiegel gucken. Wir können unseren Kindern in die Augen schauen und ja, unseren Eltern und Großeltern auch. Ja. Lieber Esteban Cortez, wir wollten ja schon mal lange sprechen, ein Interview machen. Viele im Chat haben dich gefeiert, deine Liedertexte, großartig, wirklich, ja. Wie kommst du zur Musik? Ich habe mich vor 3 Jahren tatsächlich erst mal hingesetzt, habe für Publikum irgendwie Musik gemacht, als es mit den Ausgangssperren losging und ich eigentlich nicht anders wusste, mir zu helfen, als ein Lied drüber zu machen, weil es sehr drückend war und Ausgangssperren, Bannkreise, wo sich Menschen bewegen dürfen. Es war Notwehr. Da habe ich mit Musik angefangen, hat vorher in meinem Leben jetzt nicht die größte Rolle gespielt. Ich meine, klar, man hat so seine Lieblingsbands, man hört Musik. Auch Gitarre habe ich im stillen Kämmerlein gespielt, aber viel mehr war dann nicht. Und das ging dann tatsächlich los, als, wie gesagt, wann war das? März 21, glaube ich, da kam die Ausgangssperre. Ja, genau. Also du bist eigentlich kein Vollblut-Musiker, sage ich jetzt mal so, oder eher Hobby-Musiker, genau, der letztendlich für sich jetzt diese Muße professionalisiert hat, kann man das so sagen? Genau, so ist es tatsächlich gewesen. Also ich habe überlegt, was machst du jetzt? Schreibst du deine Gedanken auf? Machst du einen Blog? Machst du Videos? Irgendwie sowas. Aber ich dachte mir, ja, vielleicht eine ganz charmante Sache, das mit Musik zu probieren, weil da erreicht man die Leute auf 2 Ebenen, einmal im Kopf und dann vielleicht noch ein bisschen im Herzen. Es gab vorhin hier im Chat den Vergleich so ein bisschen mit Reinhard May. Ja, der kommt immer wieder. Ja, so, das fand ich, finde ich. Es gibt Schlimmeres, ne? Also es ist wirklich große Fußstapfen. Und ich finde es ehrlich gesagt schade, dass ich gerade die Liedermacher, die vor 20 Jahren noch vor dem gewarnt haben, was jetzt gerade eingetroffen ist, dass die sich sehr, sehr still verhalten. Ich meine, nun kann man sagen, klar, die sind alle schon über 80 und die haben ja auch ihr Soll getan. Aber so eine kleine Positionierung wäre einfach auch toll gewesen. Und wenn ich mir die Leute angucke auf der Straße, da sind viele dabei. Die sind noch wesentlich älter als ein Reinhard May oder ein Hannes Wader. Gleichwohl, der Vergleich ist total toll. Und ich finde, die haben Großes geleistet, die alten linken Liedermacher. Ne? Aber wie gesagt, der Schreck muss groß gewesen sein, als plötzlich alles eingetreten ist, wovor die Zeit ihres Lebens dann gewarnt haben. Ja, super Idee. Warte mal, ich muss mal in die Kamera. Ihr müsst jetzt hier weg, wir wollen hier abräumen. Leute, ihr seht Beobachter live beim Interview. Also Chaos pur. Ja, kommt gerade der Hinweis, ein Barde. Ein Barde? Ein Barde? Ja, das ist eine sehr alte Bezeichnung. Barde ist galte, ne? Liedermacher? Ja, klar. Mir ist da alles recht. Ich habe jetzt selbst nicht irgendwie den Anspruch, jetzt irgendeine Nische zu erfüllen. Also ich mache einfach das, wovon ich denke, dass es vielleicht einen Beitrag leisten könnte. Und insoweit, die Leute können es nennen, wie sie mögen. Machst du alles selber? Also du komponierst Liedertexte? Ja, auf jeden Fall. Das Schreiben der Lieder, die Melodien, die sich ja, kommt ab und zu mal der Vorwurf, doch sehr ähneln, aber hey, AC/DC haben es auch so gemacht. Texte, Musik, die Aufnahmen, das machen wir alles selber, meine Freundin und ich aus West-Berlin. Die Videos, die produzieren wir selber, also da ist jetzt wirklich kein Betrieb dahinter oder so, das ist einfach unser Anliegen. Und dass die Reichweite nicht so enorm ist, muss ich sagen, bin ich auch gar nicht traurig drüber, weil je bekannter man wird, umso schneller, denke ich, droht da auch eine Sperre. Und wenn man da weg vom Fenster ist, dann ja, war denn halt vieles umsonst. Und so, denke ich, ist es schon in der kleinen Nische, kann man sich schon wohlfühlen. Hast du einen Verlag irgendwie oder ein Label irgendwie, wo du deine Pressung machst? Weil ich habe gesehen, du hast CDs. Ja, genau, das ist so ein Mini-Label. Also da haben wir jetzt eine kleine Auflage machen lassen, weil auf den Demos ja doch immer wieder mal jemand nachfragt und so können wir die dann tun. Du gibst ja auch Konzerte. Du warst gestern in Bernburg. Ja, genau, die Bernburger hatten eingeladen. Da waren wir zuletzt im Oktober, da war eine riesengroße Demo gewesen. Die machen ja sonntags immer und da waren 1000 Leute auf der Straße. Das war wirklich sehr beachtlich und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt, als die Bernburger mal angefragt haben, wir würden da gerne so ein Konzert bei uns machen, dann für unsere Leute und ja. Hier im Chat gab es so eine Idee, du machst ja sehr, sehr gedankliche Musik, das heißt deine Texte, die sind ja sehr einprägsam und die verfolgen ja auch oder sprechen auch viele Themen an, die die Leute hier auf diesen Demonstrationen bewegt. Könntest du dir eine Konzepterweiterung vorstellen, dass du ein Lied spielst zu einem bestimmten Thema und dass dann ein Sprecher dazu vielleicht 1, 2, 3, 4, 5 Sachen sagt?
so haben wir es tatsächlich ab und zu mal bei Demos gemacht. Also ich richte mich ja nach dem, was die Organisatoren vor Ort machen. Das heißt also, wir kriegen die Anfrage, ich fahre hin, wir bauen auf und dann entscheidet sich meistens ganz spontan, wie wir die Sache dann anpacken. Und so läuft es tatsächlich am besten, wenn man ein Lied macht, hat eine Rede dazu, jemand redet von Sachen, von denen er dann auch wirklich Ahnung hat oder aus eigenem Erleben heraus. Und da dauert es dann meistens nicht lange, dass man auch das passende Lied dazu findet, weil es sind immer die gleichen Themen in unterschiedlicher Intensität. Und ja, ich habe manchmal vielleicht ein bisschen schlechtes Gewissen, dass man nur immer kritisiert, aber im Moment ist es wirklich schwer, eine Sache zu finden, die wirklich gut läuft im Lande. Ich glaube, dass die Sache ist ja oftmals so, dass Kritik immer nicht als Chance für Veränderung verstanden wird. Das ist richtig, ne? Ja. Ja, na klar, da ist man leicht patzig. Ich meine, da braucht man bloß mal an die Spitze des Bundeswirtschaftsministeriums gucken, wie schnell der verknatzt ist, weil er auf seine eigenen Fehler hingewiesen wird. Und ja, dann ist man erstmal bockig. Ist ja eine zutiefst menschliche Reaktion, aber in dieser Position ist es absolut nicht empfehlenswert. Und ja, wenn Kritik kommt, dann sollte man die aufgreifen und klar, versuchen, das irgendwie umzusetzen. Was drauf machen. Ja. Genau. Ja. Thema Souveränität. Wäre das für dich auch so eine Sache, wo du auch Liedtext was mäßig irgendwie aufarbeiten könntest? Oder ist dir das Eisen zu heiß? Das ist halt eine Frage, wie man dieses Thema anpackt. Also es gibt ja viele, die sagen, Deutschland ist kein souveräner Staat. Ist eine Sache, mit der setze ich mich nicht so intensiv auseinander. Also für mich, klar, ist die Bundesrepublik Deutschland ein souveräner Staat. Also wir haben Grundgesetz, wir haben die 2+4-Verträge. Und ich muss mich auch gar nicht irgendwie über, ich will jetzt nicht sagen Verschwörungstheorien, weil mit dem Begriff muss man mittlerweile auch sehr vorsichtig sein, ja. Weil die sind ja auch teilweise sehr, sehr wahr geworden, ne? auf wirklich infamste Weise. Und mir reicht eigentlich das, was ich sehe. Und das, was ich sehe, ist schon so teilweise abstrus. Da reicht schon darüber, Lieder zu machen. Und ja, Thema Souveränität, wie gesagt, ist für mich... Schwierig, ne? Ist schwierig. Also für mich ist es keine Frage. Für mich ist die Bundesrepublik Deutschland ein souveräner Staat. Wir stehen alle auf dem Boden der Verfassung. Wenn jemand nicht auf dem Boden der Verfassung steht, sind meist die Leute, die schreien, die Verfassung wird delegitimiert von anderen. Ne? Aber wir wissen ja, wie sie es machen. Ne? Also Stück für Stück, der Korridor des Sagbaren wird immer weiter eingeengt. Wir haben eine Meinungsfreiheit. Das ist alles grundgesetzlich festgelegt. Aber es wird immer weiter eingeschränkt auf ganz leisen Sohlen und immer weniger darf man sagen. Und ja, es ist schon teilweise wirklich gefährlich, wenn man auf eine Bühne sich stellt und einfach seine Meinung kundtut. Man muss ja nicht, oder man sollte auch nicht beleidigen, ist gar keine Frage. Aber ich sage mal jetzt beispielsweise dieser Paragraph 118. Es ist der Tatbestand der staatsfeindlichen Hetze, den es zu DDR-Zeiten schon gab. Also aus welcher Mottenkiste hat man sich denn da bitte schön bedient? Ja. Und es ist auch so offensichtlich. Ne? Also man darf ja mittlerweile Regierungsvertreter nicht mehr an ihrem Handeln messen oder kritisieren. Schwierig, ja. Ohne da irgendwie in ein Fettnäpfchen zu treten, das dann natürlich gleich auch Konsequenzen hat. Und ich höre viel von Demo-Organisatoren, die einfach dann auch vorgeladen wurden und sich dann rechtfertigen müssen. Am Pariser Platz findet jeden Samstag eine Mahnwache, eine Kundgebung der Friedensboten 1871 statt. Ja. So, die beschäftigen sich sehr intensiv mit diesem völkerrechtlichen Thema der Souveränität. Ja. Ich hatte anfangs ähnlich auch so eine Ansicht wie du, bin aber mittlerweile ins Zweifeln gekommen. Weil ich glaube sehr wohl, dass es dort ein entscheidendes Thema ist, eine entscheidende Stellschraube, um die Politik endlich mal zum Handeln zu zwingen. Weil in den letzten 3 Jahren ist es uns ja nicht wirklich gelungen, oder? Aber es ist halt die Frage, auf welche Wurzeln möchte man sich berufen? Ich meine, Bismarck kam an mit Blut und Eisen. Ist es wirklich dieses Phänomen, auf das wir unser Dasein stützen wollen, oder ist es vielleicht nicht doch eher eine Nationalbewegung in der Frankfurter Paulskirchenversammlung? Und ich muss auch immer wieder sagen, Thema schwarz-weiß-rote Fahnen, ich werde es nicht irgendwie jemandem untersagen, aber ich muss auch sagen, ich habe da echt Bauchschmerzen damit. Und gerade Kaiser Wilhelm I., den manch einer gerne wiederhaben würde mit seinem weißen Bart, der hat zu Prinzregentenzeiten hat der Demonstranten mit Kartätschen beschossen. Er ist alles andere als irgendwie Menschenfreund oder ein Demokratiefreund gewesen. Ja, aber genau da unterscheiden sich diese Friedensboten 1871, die nämlich nichts mit diesem Königreich Deutschland und so weiter zu tun haben. Okay. Tatsächlich, ich war nämlich auch so, ich bin das erste Mal hingegangen und gesagt, sind das jetzt Reichsbürger oder nicht, und ich wusste nicht und so. Und wie gesagt, am Samstag Interview 2.0, auch nochmal für meine Zuschauer. Interessant wäre es, wo bist du jetzt demnächst zu sehen? Wir fahren am Pfingstmontag nach Schmalkalden. Schmalkalden? Wo ist denn Schmalkalden? Schmalkalden ist in Thüringen und da gibt es auch eine Historie dazu. Der Schmalkaldische Bund, der hat mit
vielen, vielen Städten, damals gegen Kaiser Karl den V., glaube ich, rebelliert, ist er aufgestanden und die haben die wirklich in richtig Zugzwang gebracht, die katholische Front quasi, haben die zum Bröckeln gebracht und haben traurigerweise sich dann selber in die Flicken gekriegt. Dadurch ist das Ganze dann auseinandergebrochen und der Kaiser hat dann letztendlich auch ja, die Oberhand behalten. Ich hoffe, dass es im Moment mit dem neuen Schmalkaldischen Bund ein bisschen anders läuft. Also es ist wirklich ja, eine spannende Geschichte, die dahinter steckt, aber ist ganz klar Thema Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung und in westlichen Thüringen am Pfingstmontag ist dort vor Ort ein zentraler Termin und auch darüber hinaus, denke ich mal. Und die haben uns eingeladen und da folgen wir gerne der Einladung. Und ja, cool. Nächster Termin dann. Dresden, hast du irgendwie irgendwas? Dresden war am 17. Juni, genau, zum Jahrestag, zum 70. Jahrestag ne, der gescheiterten Revolution, unterdrückten Revolution des Volksaufstandes. Bin ich auch nicht so im Bilde? Ja, ich habe mich ja ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und es ist ja wirklich ein Phänomen gewesen, alle waren auf der Straße, also nicht nur ein Arbeiteraufstand, wie man ganz gerne behauptet oder gelernt hat, es waren wirklich alle Geschichten der Bevölkerung damals draußen gewesen und lief teilweise auch nicht gerade besonders glimpflich ab. Leute wurden verprügelt, durchs Dorf geprügelt oder es gab auch Lynchjustiz, muss man ehrlich sagen. Und war alles bis vor wenigen Jahren überhaupt kein Thema gewesen. Es war der Tag der Deutschen Einheit, man hat ihn gefeiert, man hat damals den Freiheitsbestreben der DDR-Bevölkerung gedacht und ich finde, das sollte man auch nach wie vor tun, weil es ist ein Hotspot der Geschichte sozusagen und daran sollte man erinnern. Kanal, wie kann man dich erreichen bei YouTube? Auf YouTube den Kanal @CortezCity, also Esteban Cortez findet man wahrscheinlich auch und CortezCity ist dann quasi der Kanalname, ITY hinten dran und dann, ja, bei Telegram gibt es das unter dem gleichen Namen, Facebook-Kanal habe ich auch noch. Aber wie können Veranstalter auf dich zukommen, über Telegram? Können mich über Telegram anschreiben, genau. Aber wie gesagt, wir schieben es erstmal so ein bisschen hinter den Sommer und dann müssen wir auch mal gucken, wie sich die Sache wirklich entwickelt. Im Moment ist ja einiges in Bewegung im politischen Berlin. Mal gucken, inwieweit sich jetzt die Grünen noch weiter rüber retten können oder ob das wirklich dieses ganze Kartenhaus in sich zusammenfällt, weil viel Kompetenz ist da einfach nicht zu erkennen und Krisenbewusstsein und Selbstkritik halt auch nicht. Also kommt demnächst ein Lied über Habeck und Klo? Es ist schwierig, über Politiker noch irgendwelche Lieder zu machen, ohne da mit einem Bein im Knast zu stehen. Ich habe da ehrlich gesagt überhaupt keine Lust. Und ich finde, die verdient es auch nicht, dass man die mit einem Lied würdigt. Man kann ja nur jemanden irgendwie veralbern oder mit einem Lied beschreiben, den man auch so ein bisschen wenigstens mag. Ich sag mal, der Lauterbach, der ist halt einfach eine Type. Der hat zwar viel, viel falsch gemacht, der hat viel Schlimmes angerichtet, muss man sagen. Aber so von der Person her finde ich ihn einfach witzig. Ne? Und da ist es viel einfacher. Ist schon eher eine Karikatur, ja. Ja, da kann man eine Karikatur drüber machen. Ich meine, Baerbock brauchen wir uns auch nicht großartig drüber unterhalten. Aber wer ist denn da jetzt noch so an Charakterköpfen, die man irgendwie aufs Korn nehmen könnte? Ich finde, die haben es nicht verdient. Die sollen still und leise die Tür hinter sich zumachen und dann ist uns allen einfach geholfen. Vielen Dank. Ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg. Wenn du noch was sagen möchtest? Ja, was soll ich sagen? Also versucht irgendwie, Spaß am Leben zu haben. Lasst euch nicht unterkriegen. Das ist so viel Deprimierendes, was über uns gekippt wird. Aber man muss da wirklich versuchen, sich da so abzugrenzen und ein bisschen Abstand zu halten und einfach versuchen, Selbstzufriedenheit zu finden. Und sich schwierig, ne? Es ist natürlich schwierig. Man kann ja kein Fernseher, kein Rechner irgendwie anmachen, keine Zeitung aufschlagen. Aber versucht da einfach Abstand zwischen euch und dieses Geschehen zu bringen. Und besinnt euch auf eure Lieben, auf die Familie, auf den Freundeskreis. Und das ist halt das Schöne, das ist ein Privileg, das wir haben. Ne? Wir reisen von Stadt zu Stadt und treffen immer den gleichen Menschenschlag, der wirklich aufgeschlossen ist. Man ist immer auf einer Wellenlänge und das ist unheimlich erholsam. Das gibt auch viel Kraft. Ich sehe natürlich eins noch, um vielleicht das zum Abschluss zu bringen. Gerade unsere Kinder und unsere alten Menschen, die leiden natürlich am meisten unter diesem ganzen Irrsinn. Ne? Und die finden irgendwie nicht so wirklich Gehör, muss ich sagen. Also das ist zumindest meine Wahrnehmung. Ja, natürlich. Ich meine, gerade so die ältere Bevölkerung ist keine grünen Wähler. Klientel wie SPD denkt gar nicht mal über irgendwelche Wählerklientel nach. Ich glaube, die nehmen den einen Untergang einfach in Kauf. Die gucken da drauf, wie das Kaninchen vor der Schlange. Ja. Es kümmert sich niemand um die und es ist wirklich ein beachtlicher Anteil der Leute, die auf der Straße sind. Ne? Die sind 60 plus, 70 plus. Genau. Also Hut ab, wirklich vor der Leistung da auch bei Wind und Wetter dann auf die Straße zu gehen, weil auch viel Verzweiflung dahinter steckt, weil die Leute sich nicht einfach nicht anders zu helfen wissen. Und die haben keine Lobby. Das ist es kam vorhin auch im Grunde im Chat, die Stars sind eigentlich die Menschen, die hier auf der Straße laufen, ne? Die Teilnehmer. Definitiv, die da wirklich sich wie heute den Sonntagnachmittag um die Ohren schlagen, halt nicht in ihrem Schrebergarten sitzen und dann, man kann mir nicht sagen, dass die Mehrheit der Leute nicht weiß, was hier abgeht. Viele wollen einfach nicht wahrhaben. Das denke ich auch. Das ist irgendwann ganz schnell ganz böse enden kann, wenn der Trupp dann irgendwann im Keller steht, die Heizung rausreißt, dann ist es vielleicht so weit, dass die Erkenntnis kommt, aber
wie gesagt, es gibt viele Leute, die sehen es, die wollen es irgendwie vielleicht doch noch verhindern. Und wenn es nur irgendwie für das Gefühl ist, irgendwas gemacht zu haben. Ja. Ob es ja. was bringt, wird dann halt eben die Zeit sein. Erstmal so eine interne Geschichte, ne? dass man das für sich selber macht, um irgendwas zu unternehmen. Da denkt man erstmal jetzt nicht darüber nach, bringt es jetzt irgendwas. Daran darf man es nicht messen. Also ich denke, wir alle können morgens gut in den Spiegel gucken. Wir können unseren Kindern in die Augen schauen und ja, unseren Eltern und Großeltern auch. Ja. Ja, genau. Super Stichwort, Schlusswort auch. Vielen lieben Dank. Ja. Danke. Dir.